Hi, 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 liebe Leute, herzlich willkommen bei MadTV. Ich glaube, das ist die vorletzte oder die letzte Folge heute. Ich glaube, die vorletzte. Eine machen wir noch, oder? Mein lieber Junge, dessen Name nach wie vor nicht ausgesprochen wird. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Jetzt machen wir unseren Job immer noch nur nicht absolut schlecht. So. Morgen wird der Sammy für Samson das Essen vergeben. Ich will ihn holen. Bla bla bla. Viel Glück, Sie wissen, wo der Feind steht. Jawohl. Ja, ich habe ja in der letzten Folge mich so ein bisschen echauffiert über Diversitäten und dabei, glaube ich, total hier ein bisschen Sachen verpeilt. Zum Beispiel diese Sendung hier in Auftrag zu geben, Infos zur Produktion, zu diesem fabelhaft gut, dieses fabelhafte Resultat. Naja, Produktion starten. Übermorgen um 17 Uhr. So, jetzt wird morgen der Sammy für selbstproduzierte Serien vergeben. Ich glaube, den kriegen wir eh nicht mehr mit, Leute. Ich glaube, da müssten wir gar keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Wir gehen nämlich jetzt nochmal in den Supermarkt und holen da Betty noch ein Geschenk. Ach, jetzt waren wir gar nicht bei den News. Heieiei. Nee, das machen wir jetzt eh schnell hier. Holen der Betty noch ein Geschenk. Nehmen wir hier vielleicht zum vierten Mal den Sportwagen, den hat sie ja so gern. Und dann gehen wir erstmal ganz schnell News machen, würde ich sagen. Und dann hat sie ja heute auch noch mal dreimal Kultur heute. Der Balken ist dann morgen definitiv voll, der ist heute schon voll. Es kann sogar sein, dass er jetzt mit dem Sportwagen schon voll ist. Naja gut, aber dann müssen wir ja erstmal auch noch. Dann müssen wir ja erstmal auch noch. Warte, ich mache hier gerade mal schnell News. Dann reden wir weiter, ne? Ja, Gouverneur von Georgia, Greenpeace, soll sich nicht einmischen. Ägypten, Weltbank finanziert Wirtschaftshilfe, Demokraten, Verteidigungsminister muss zurücktreten. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, wir müssen da noch sparen auf die Reise. Die kostet, glaube ich, 1 Million oder so. Die Hochzeitsreise, die Betty da haben will. Ja, und ein bisschen Geld braucht man dann auch noch auf Kante. Ja, aber im Prinzip ist soweit, Leute. Es ist soweit. So, klang. Es ist fast soweit. Es ist fast soweit. Die Betty liebt uns jetzt schon so ein bisschen. So minimal. Minimale Liebe. Minimal Love. Ich will jetzt mal wissen, was hier eigentlich abgeht. Gut, beim Chef wahrscheinlich, oder? Ist er noch da? Hinweis von diesem Ort. Hier spukt es. Ach, hinweg von diesem Ort. Hinweg von diesem Ort. Ach ja, da spukt es also. Verstehe. Verstehe. Oh, guck mal hier. Nicht mehr so gut, unser Jay Miller. War in der ersten Folge aber ein bisschen besser da. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren auch über unsere Werbeaktivitäten, weil ich die letzte Folge ja nur gemotzt habe. Ich bin so ein Motzer, wisse? So. Wir brauchen gar keine neue Werbung. Ja, so ein bisschen der Nachteil davon, wenn die hier alle weg sind, ist ja, dass man hier die Werbung dann nur noch alleine hat und die sich nicht mehr so austauscht. Warte mal, wir machen jetzt mal was. Ich will mal hier. Bleib mal stehen. Hallo. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, dass man das machen kann. Und dachte jetzt so, wenn wir jetzt hier so fast am Ende sind, probieren wir das mal aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zu Biokontrol. Man kann. Man kann so das Spiel ein bisschen schwerer machen, weil dieses grüne Viech da, das läuft langsamer als der. Hallo, ich gehöre jetzt zu euch. Hier ist dieser grünen Biomasse, ist es entstanden. Ja, ich würde sagen, so laufen wir jetzt auf jeden Fall mal weiter. Vielleicht auch mal kurz hier rein. Hallo. Hallo, meine Freunde. Das ist ja Uhren. Das habe ich beim letzten Besuch hier gar nicht so mitgeschnitten. Hallo, Herr Dr. Dippel. Ja, wir sind ein lustiges, grünes, dickes Tier. Findet ihr nicht auch, dass das ein bisschen aussieht wie so ein Krieber? Ein Krieber.
Heißen die so? Die Dinger von Minecraft? Ich glaube, die heißen so, ne? Creeper. Dun, 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 dun. Passt eigentlich auch viel besser als hier zu unserem Corporate Design in grün. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, oh, wir haben für morgen noch gar kein Programm. Vielleicht ist es ja morgen unser Gut, dass heute nochmal Roger Rabbit kommt. Ich glaube, wir haben noch Filme, die wir noch gar nicht gezeigt haben. Kann das sein? Ist dies possible? Hier Love Story. 9,5 Wochen. Ich weiß nicht. Oh, ist der lang. Dies ist aber umfangreich. Machen wir dann später. Vorher kommt dann Star Trek und Dallas. Dallas, dann kommt der Betty auf jeden Fall. Der Betty. Und dann nachts. Ich glaube zwar nicht, dass wir das noch erleben, ehrlich gesagt. Aber vielleicht, 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 wer weiß, machen wir ja auch noch 2 Folgen. Es ist noch nicht voll. Also hier ist immer noch so ein Schnüppi frei. Und wir brauchen ja auch noch die Kohle, obwohl wir kriegen ja heute hier Nike-Geld. Und dann kriegen wir auch noch SSI-Geld. Also theoretisch von der Kohle her müsste das schon funktionieren. Und morgen machen wir dann noch Camel-Geld fertig. Camel, Camel. Und SSI machen wir heute fertig, habe ich gesagt, ne? Ja, dann haben wir wieder keine Werbung für die Betty. Ach, Atari haben wir auch noch hier. Guck mal. Atari haben wir auch noch. Dann machen wir doch erstmal Atari. Das war jetzt ein bisschen doof. Hä? Komm. Camel kommt dann dahin. So, Camel. Und Camel. Okay. Ja. Brauchen wir morgen die Betty überhaupt? Ja. Ja, wir machen. Ja. Komm, das lassen wir so. Ich brauche jetzt auch Betty-Werbung für morgen. Vielleicht laufen wir ja doch morgen auch nochmal eine ganze Folge durch. Ich hatte es schon wieder vergessen. Vielleicht haben wir ja morgen doch auch nochmal eine ganze Folge. Was passiert denn eigentlich, wenn man so zum Chef geht? Hier, Betty-Werbung. Bitte, Love Story ist keine Betty-Werbung. Obwohl, so ein bisschen schon. Mit der Betty ist ja eine große Love Story. Bitte keine Kultur, geht auch nicht. Müssen wir den hier nehmen? 2,5, egal. Egal. Und komm, du grünes Monster-Ding. Lauf. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen ins Büro. Millionen Einschaltquote bei Roger Rabbit. Nichts anderes erwartet. Morgen dann Capitalia. Und nochmal Capitalia. So, sehr gut. Glaube ich zwar nichts, das passiert hier noch, aber. Aber weiß man ja nichts. Weiß man ja nichts. Hier ist. Heute läuft noch dreimal Betty. Dreimal Betty. Das schaffen wir, glaube ich, heute. Wir sparen jetzt auf jeden Fall. Komm, geh nochmal. Du grünes Ding. Geh nochmal schön da rein. Und wir machen nochmal hier die Zeit ein bisschen schneller. Zeit ein bisschen schneller. Ja, verabschiedet euch vielleicht auch schon mal so mental hier von unserer kleinen Fernsehfamilie hier. Ich glaube, morgen könnte das alles relativ schnell gehen. Ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Das ist ja auch Quatsch. Wir haben ja auch im Prinzip jetzt gerade schon gar nicht mehr viel zu tun. Wir warten ja jetzt hier eigentlich nur noch auf den Startschuss. Ja, wollen wir uns von allen verabschieden hier. Freies Studio. Gehen wir nochmal in die Nachrichten. Zu unserem Freund hier. Hallo Nachrichtensprecher. Hallo. Der sieht da unten ganz anders aus als da. Der Nachrichtensprecher. So, und wo gehen wir jetzt hin? In den Aufzug. Ja, ich überlege, ob wir der Betty... Oh, sollen, komm, wir kaufen sie schon mal. Wir machen es jetzt schon mal. Wir gehen jetzt schon mal in den Supermarkt. Oder?
Vielleicht brauchen wir ja auch noch ein anderes Geschenk für sie. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Wir gucken mal, was sie kostet. Fangen wir es doch mal so an. Geschenke. Also die Hochzeitsreise kostet eine glatte Million. Eine glatte Million kostet die. Ja, wir haben fast 2 Millionen. Wir kriegen, glaube ich, jetzt nochmal Geld gleich heute, später. Nach, ja. Wir können uns ja auch nochmal Kredit holen. Morgen dann. Jetzt gucken wir mal, wenn die Betty jetzt hier nochmal dran ist. Ich glaube, wir brauchen keine Geschenke mehr. Oder doch? Oder doch? Braucht es doch noch ein Geschenk? War ich zu übermütig? Dauert dieser Balken hier länger als gedacht? Ich glaube, wir haben jetzt noch 3-mal Betty, ne? Die Musik hier wird ja immer besser. Wir können uns auch komplett versauen und ihr einfach hier noch so eine Nasen-OP kaufen. Dann will die uns nämlich ja nicht mehr. Ach. Komm, wir lassen es erstmal noch. Ne, wir lassen es erstmal noch. Wir heben uns das auf. Das ist ja dann so zeremoniell. Ich will auch nicht als dieses grüne Ding das kaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns wieder zurückverwandeln können. Oh, vielleicht. Aber eigentlich, ich meine, Betty, ihre Liebe muss ja jetzt mittlerweile so groß sein für uns als Mensch, dass sie uns auch als grünes Monsterwesen nimmt. Eigentlich hat sie es nicht anders verdient. Die materialistische Plumpskuh, die wir ja schon öfter mal festgestellt haben. Ich weiß gar nicht, was ich hier oben will. Ich brauche doch überhaupt keine Werbung mehr. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Gehen wir mal ins Büro. Ich bin so ein bisschen unschlüssig, ob wir noch mal ein Geschenk kaufen oder nicht. Wir gehen so mal ins Büro. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Ach, ich fühle mich gerade echt, als würde ich einen Job kündigen oder so. Als wären das so die letzten Atemzüge in so einem Job irgendwie, die man so macht. Das letzte Aufräumen. Schreibtisch räumen. 660 gibt's da noch mal morgen. Ja, da könnten wir eigentlich jetzt auch noch mal irgendeine Kleinigkeit für sie besorgen. Dass dieser Schnippi da noch ganz voll wird. Oder wir zeigen morgen halt einfach... Nee, ich brauche aber... Das Geld, da brauchen wir noch. Das hätten wir komplett hier mal Betty zeigen können, aber die Kohle, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit von Atari. Ob es danach 9,5 Wochen sein muss, weiß ich nicht. Wir könnten auch danach die volle Dröhnung Betty noch mal machen. Komm, das machen wir jetzt auch. Wir machen danach die volle Dröhnung Betty. Scheiß auf Camel, jetzt habe ich es eh schon gesagt. Ist eh egal. Und dann machen wir hier Capitalia-Werbung. Habe ich das hier auch gemacht? SSI? Oh nee, SSI schaffen wir nicht. Wir brauchen jetzt hier Capitalia, Capitalia. Gibt's jetzt auch kein Geld. Aber da sollte sie ja dann wieder SSI schaffen, die Betty. Und dann machen wir nochmal... Da darfst du morgen nochmal ran hier. Und da machen wir nochmal Capitalia. Und zum Schluss, als würdiges Ende, Star Wars. Ich glaube Star Wars einfach, weil es Star Wars ist und wir es so oft... Es hat uns jetzt begleitet, eigentlich fast über das komplette Let's Play. Da darfst doch morgen dann auch nochmal, musst du es nochmal herhalten. So. Okay, gleich ist diese Folge auch wieder beendet. Und dann, wir bleiben so. Ich bleib so. Entweder die nimmt uns so oder sie nimmt uns gar nicht. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich denke, es wird die letzte sein. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.